So, da bin ich wieder und ich bin jetzt direkt mal auf dem Weg. Wo mache ich's? Oh, auf der Karte. Hä? Ich bin noch von einem Pokémon entdeckt. Oh nein. Da sollte ich jetzt nicht lang gehen. Okay. Bisschen auf Abstand gehen. Hier im Dorf, da kann mich doch nichts entdecken. Das kann nicht sein. Ja, jetzt. Einfach zur Basis, bitte. Mal, ja, kurz heilen, damit es Anton wieder besser geht. Damit er auch wieder Erfahrungspunkte bekommt für alles, was ich tue. Und dann die Forschungspunkte abgeben. Beziehungsweise die erfüllten Forschungen. Oh, 7 neue Pokémon gefangen, ja. Da sehen wir es. Alles nichts Besonderes. Hatte ich alles schon mal. Ein bisschen Geld hier, nicht so viel. Und jetzt können wir zu den Forschungen kommen, ja. Ja, 8. 18. 300. Ja. Hat geklappt. Und jetzt muss ich Bericht erstatten. Dann bringe ich mich mal zurück ins Dorf. Und dann kann ich die neue Gegend erkunden. Die neue Area. Wobei, will ich das schon? Ich will vielleicht nochmal in die allererste. Und gucken, ob da so eine Verzerrung auftritt. Die Verzerrung der ersten Welt würde ich mir mal anschauen. So, dritter Rang. Mal gucken, was ich für Belohnungen krieg. Nun, du machst Fortschritte mit deinen Pokédex-Aufgaben. Lass mich deinen Pokédex sehen. Hier und tschüss und weg. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Yeah. 3-Sterne-General meldet sich zum Dienst. Ich kann Superbälle einsetzen. Und jetzt Pokémon bis 40. Mehr Forschungsberichtgelder. Und ich krieg das Superball-Rezept. Ja, eben noch gesagt, jetzt habe ich's. Ich hätte gerade mal lesen sollen, was ich dafür brauche. Ich werde nämlich direkt einige davon herstellen müssen. Kobaltküste. So, wie stelle ich die Dinger her? Ah, ich kann noch keine herstellen. Glanzstein. Ah, die Eisenbrocken brauche ich dafür. Wieso habe ich nur 12 Glanzsteine? Ich hatte doch ein paar hundert. Ich glaube, ich habe alle in meine Kiste gepackt. Ich gehe jetzt doch nochmal in die erste Welt. Guck mal da, ob ich am Horizont so ein Ding sehe. Und dort im Lager kann ich craften mit meinen ganzen Sachen. Ah, wenn das mal nicht Mo ist. Aber es ist wohl nicht verwunderlich, dich im Dorf zu treffen. Wohin führen dich deine Pokémon-Forschungen als nächstes? Weder noch. Feuerspeiinsel klingt halt auch geil. Aber wahrscheinlich Kobaltküste, weil mein Auftrag mich dahin verleiht. Ach, die arme Rana, wie sie wohl als Wächterin ohne Königin fühlen muss. Sobald bei uns im Pearl Clan zerreißt sich so manch einer das Maul über sie. Hoppla, jetzt fange ich auch schon mit der Tratschrei an. Bevor ich dich weiter mit Sachen behellige, mit denen du gar nichts zu tun hast, verrate ich dir lieber etwas Feines. Unter den Pokémon gibt es Arten, die auf die kraftspeziellen Steine reagieren. Manche Pokémon entwickeln sich sogar mit Hilfe bestimmter Steine. Axnatar ist ein Beispiel dafür. Ich erkläre dir das eigentlich nur, weil du als Mitglied des Forschungstrupps Pokémon untersuchst. Jeder Stein, über den du in Hisui stolperst, könnte dich als bedeutender Fund herausstellen. Der Legende nach soll es einen Stein geben, in dem die gleiche Kraft schlummert, mit der das ehrwürdige Sinnoh einst das Universum erschuf. Und damit du das alles nicht vergisst, überlasse ich dir diesen halbwegs bedeutsamen Stein, den ich gefunden habe. 2 sogar. Leistungssteine.
erhöhten Leistungslevel eines Pokémon. Mit einem Leistungslevel von 6 bis 8. Oh, krass. Und Leistungskies, 3 Säckchen. Danke. Ja, ist in meine Kiste geschickt worden, weil meine Tasche wieder voll ist und das andere auch. Ist okay. Cool. So, jetzt habe ich hier theoretisch 2 neue Regionen. Nein, nur die Strandbasis. Was ist das hier? Rotes Sumpfland, da war ich schon. Wurde hier vielleicht was Neues dazu? Ödnis? Nein. Und hier auch nicht. Nee, aber ich gehe jetzt nochmal ins Grasland. So, zumindest um zu craften. Und mein Inventar wieder auszuleeren. Es würde wahrscheinlich schneller gehen, wenn es so eine Taste gäbe. Alles entleeren, alles verschieben. Aber das gibt's nicht. Doch, alle verschieben! Ach so, okay, ja gut, das meinte ich jetzt nicht. Lagerkiste 1 ist bereits voll. Lagerkiste 2, die behalte ich. Und die. Ach Gott. Das behalte ich, das behalte ich. Alles, was ich so direkt benutzen kann, behalte ich jetzt. Alles, was ich für Crafting-Rezepte bräuchte, kommt weg. So, die ganzen Sachen behalte ich, genau. Jetzt ist die Frage, diese blauen Beeren sollte ich doch behalten, weil mit denen konnte ich ja Pokémon anlocken. Und diese Tränke hier behalte ich auch. Und die Aprikose, um unterwegs Beeren zu machen, nee, ich muss unterwegs keine Beeren. Ich kann eigentlich immer zurück, wenn ich craften muss, deswegen kann ich den ganzen Kram hier aufbewahren. Und der Rest hier ist zum Mitnehmen von Sachen. Und noch mehr, denn die Sachen, die ich da ja habe, jetzt kann ich benutzen. Ein kleines Erfahrungspunkte-Bonbon. Dann Leistungskies. KP Angriff auf Level 5. Und auf Level 6. Und Verteidigung hoch. So, und jetzt habe ich hier noch 2 Sand. Wo waren denn die besonderen, die er mir gegeben hatte? Hab ich die jetzt weggepackt aus Versehen? Hier, Verteidigung hoch, Raichu. Spezialangriff wäre auch gut gewesen. Lass mich nochmal hier reingucken. Ich habe, glaube ich, was weggelegt, was ich nicht weglegen wollte. Hä, der hat mir doch so 2 besondere gegeben. Wo sind die denn? Ah, da. Damit kann ich jetzt Tornupto nochmal im Angriff, nur im Angriff. Dann hebe ich mir den 2. auf. So. Jetzt habe ich wieder Platz in der Kiste und kann craften. So, Superbälle. Wie viele kann ich machen? Ich habe nicht genug Aprikos. Gut, dass ich im ersten Level bin. Hier kann ich nochmal einige davon sammeln gleich. Beleber könnte ich wieder einen machen. Supertränke und einen normalen Trank. Gut, den Rest brauche ich nicht. Inventar, wie siehst du aus? Sehr gut. Ich habe jetzt Superbälle. Die kommen an zweiter Stelle hier. Eieiei, warte. Das sortiere ich so, wie ich sie am liebsten benutze. Gut. Dann muss ich jetzt echt nochmal ein paar Beeren sammeln, um mir mehr Superbälle machen zu können. Ups, falscher Knopf. Wichtiges Unterfangen. Die gelben Beeren. Ich meine, hier gab es ziemlich viele davon. Sana-Beeren, oder? Nee, Aprikos. Oh, jedes Mal. Das sind einfach schlichte Aprikos. Und ich vergesse trotzdem jedes Mal, um welche Beeren es handelt. Ich glaube, es kostet mich Zeit, dass ich immer in der Luft aufsteige, aber ich bin zu viel. Ja, geht schon schneller so. Hopp.
Hier bin ich noch nie weitergelaufen, weil ich nicht an den Relaxer vorbeikam. Beziehungsweise umgekehrt bin, weil ich Angst vor ihm hatte. Jetzt reicht er nicht mehr. Ich glaube, die Pokémon auf dieser Seite der Insel sind auch nicht so ohne. Hier sind nur Entwicklungs-Pokémon gerade, die mich auch alle angreifen würden, wenn sie schnell genug wären. So. Oh, oh, oh nein, mach das nicht. Oder war ich nicht schnell genug? Doch, hat geklappt. Super. Da war noch ein gelber Bärenbus. Ich nehme es diesem Pokémon nicht böse. Ich durchkreuze ja quasi ihren Lebensraum. Ich rieche nach was anderem. Wenn ich jetzt durch ein Löwengehege rennen würde, würde das... Abra! No! Es hat mich gesehen. Ich war zu schnell. Es hat mich weg. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Ich brauche Fliegebälle. Ich brauche Fliegebälle und ich muss geduckt agieren. Und ich darf von hinten jetzt nicht angegriffen werden. Nein, auch das hat mich bemerkt. Und das da hinten auch. Nein. Nein. Alle weg. Aber ich weiß jetzt, wo sie sind. Hört doch mal auf, ihr Nervensägen. Das Abra hat mich auch wieder gesehen und verschwindet. Ich muss jetzt aus der Sicht von diesen Löwen. Oder was? So. Jetzt darf gerne wieder ein Abra auftauchen. Jetzt gesehen. Oh Mann! Nicht mal in Ruhe Abras jagen kann man hier. Oh Gott. Die sind überall. Ja, ich habe sie verscheucht, hä? Oh Mann. Dann muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen kämpfen. Und Platz machen. Oder einfach weggehen und wiederkommen. Wo bin ich denn? Auf der Map, meine ich. Vielleicht kann ich mir hier einen Wegpunkt setzen. Das ist eine gute Idee. Mein erster Wegpunkt. Hier gibt es besondere Pokémon. Ich mache mal einen Pokéball hin als Stempel. Dann kann ich mir das merken. Und was ist das hier? Verlorene Items von Minako? Okay, da gehe ich in eine interessante Richtung. Gehe ich mal weiter. Auf dem Rückweg kann ich ja vielleicht noch mal hier halten. Alle verscheucht. Vielleicht finde ich ja noch eine andere Gegend, in der Abras vorkommen. Ich meine, diese Löwen sind hier auch überall verteilt. Vielleicht sollte ich auch nicht die ganze Zeit auf diesem Hirsch rumreiten. So sehen die mich ja viel früher. Und ich wurde schon wieder von irgendwas entdeckt. Da ist ein Abra. Und es ist schon wieder weg. Ey, die sind echt flüchtig. Ich habe keinen von diesen Federbällen mehr. Ich glaube, das kommt nicht wieder. Hinten ist ein Pantymos. Ist auch cool, aber ich will eigentlich lieber ein Abra. Oh, ob ich den vielleicht sogar mit so einem hier überwältigen kann?
dreh dich mal um. Komm nicht weiter auf mich zu. Einfach jetzt umdrehen, dann hab ich dich. Nein! Ich habe gerade so nicht weit genug geworfen. Und jetzt kann ich ihn nicht mehr einfangen. Okay. Dann lasse ich's. Ja, kein Abra hier. Da hinten ist eins. Zwei sind da. Ach komm, lass mich doch hoch. So schnell ins Dickicht. Aber doch, da hinten sind sie noch. Die verschwinden und tauchen auf, wie sie Bock haben. Wie? Oh nein, und der hat mich jetzt schon gesehen. Nein, hat er nicht. Nein, hat er nicht. So, komm jetzt. Komm gefälligst rein in... Junge! Wie viel Zeit hab ich denn? Sekündchen sind das. So. So, so. Superball. Das ist ein Superball. Yes! Yes, ich besitze ein Abra. Wow, den muss ich mir eintauschen. Guck mal, Abra. Was zu futtern. Nimm das, was näher bei mir liegt, bitte. Das, was ich zuerst geworfen habe, dürfte auch zuerst triggern, würde ich sagen. Nein, dürfte es nicht. Futter was, vielleicht kann ich weit genug werfen. Ja! Hat ihn aber jetzt nicht gebockt. Nee, hat ihn nicht gebockt. Egal, ich habe ja jetzt auch schon einen. Okay, wie war das mit dem Pantymoth? Könnte ich auch einfangen eigentlich. Wenn ich es überrasche. Nein, könnte ich nicht. Sowas mag es nicht. Okay, im Kampf. Wieso wärst du denn meine... Echt jetzt? Was bist denn du? Wieso? Okay, dann jetzt einfach warten kurz. Anscheinend macht er es ja nicht für immer. Huch, ach so. Ja! Jetzt habe ich dich. Level 17. Oh oh, und er ist wachsam. Das heißt jetzt einen schwachen Ruckzuck. Mit. Hey, was mischst du dich jetzt ein? Ja. Ich weiß nicht, kann ich den fangen, während ein zweites Pokémon im Kampf ist? Eigentlich kann man immer nur das letzte Pokémon fangen, das übrig bleibt, wenn man das andere schon besiegt hat. Es ist geflohen. Oh, was sollte das denn jetzt? Na toll. Auto Nutzer, hältst du das aus? No. Nein, reicht nicht! Wie viel EP hat das? Na komm, ich fang's. Erstmal die ganzen Pokebälle, die ich jetzt weg nicht gecraftet habe, weil jetzt gibt's nur noch Superbälle. Ja, sind ja quasi das gleiche wie Pokebälle, kein besonderer Effekt, keine besonderen Pokémon, die man damit fangen kann, aber eine höhere Fangrate. Eine Fangrate? Ah, Tornupto. Ja, du bleibst jetzt besiegt. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr viel kämpfen jetzt. Und wenn doch, heile ich dich eben schnell. Da sind ein paar Schneckis. Kümmere ich mich jetzt nicht drum. Aber gut zu wissen, dass es hier hinten noch so viele Arten gibt, die ich vorher noch gar nicht entdeckt hatte auf der Map. So, ich habe jetzt noch die beiden Bärenbüsche, die ich gerade gesehen habe. Und dann gehe ich kurz in die Höhle reingucken. Da war eine Höhlenöffnung. Oder zumindest ein Krater oder so. Kadabras.
Ja, nee, lege ich mich jetzt auch nicht mit an, aber cool. Ah, nee, der wackelt nicht. Ah, der Baum wackelt auch. Sind auch keine gelben. War das hier? Okay, ist eher ein Krater, ist keine Höhle, schade. Und da kommt Wasser. Stand ich hier nicht schon mal? Also zumindest nicht, während diese Pokémon hier waren, daran könnte ich mich erinnern. Aber sowas ähnliches stand ich schon mal. Okay, dann geht es wieder raus aus der Sichtweite und zurück zum Lager. Kaum ist man aus der Sichtweite eines Pokémon draußen, ist man in der eines anderen drin. Immer schön, aber die Augen noch Shinies offen halten. Oh, Shiny Abra wäre schwierig, ne? Ich habe irgendwie 7 Abras gebraucht, um eins davon zu fangen. Sollte auch nicht immer wieder vor die neuen Pokémon laufen. Ich will ja eigentlich die Schnellreise nutzen. So, aber da hinten dürfte dann keins mehr kommen. Oh, hier oben ist so ein Leuchteding. So, war mit Sicherheit nicht so gedacht, dass man auf diese Weise hier hinkommt. Aber solange es funktioniert, bin ich glücklich. Verdammt. Wie viele habe ich denn schon insgesamt? Wird mir ganz viele Zeit. Ja, aber für so einen Sprung bekomme ich dann keinen Sturzschaden, ne? Warum auch? Ist okay, dann jetzt zurück zum Lager. Nein, hier. So, ein paar Items ablegen. Beziehungsweise, nein. Erstmal craften. Wie viele Bären habe ich jetzt? 45. Und ich kann 45 Bälle machen. Super. So, wenn ich genug Bären finden würde, hätte ich nochmal Ressourcen für 48 Superbälle. Aber jetzt habe ich erstmal 60 Stück. Super. Super. Okay, dann jetzt Kiste entsorgen. Immer dieser Sternstaub. Den muss ich mal verkaufen. Da habe ich schon recht viel von angestaut. So. Wunderbar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.